Hey ho und herzlich willkommen zurück, meine lieben Wolfsbrudis, zu The Evil Within, diesmal The Executioner DLC, also noch dem ersten Teil. Ja, ich würde lieber auch gerade den zweiten Teil spielen, um ehrlich zu sein. Da bin ich ja aktuell noch bis Part 8, das heißt, da muss ich heute noch zwei Parts mindestens spielen, aber es ist weiterhin durchgehäuft. Aber da das DLC auch fertig ist, müsste ich das auch noch weiter spielen, außerdem das ist ja ganz interessant, ja, und deswegen... Ja, würde ich einfach direkt sagen, neues Spiel, die Helligkeit passt wie immer, das heißt, gleich geht's weiter. Der Tresor am Anfang verstört mich schon ein bisschen. Was erwartet uns? Ich hoffe, kein Tresorkopf, Mann. Soll das kürzeste DLC von allen sein? Ich hoffe, das geht doch relativ kurz. Aber wir werden es erfahren. Kontrollpunkt, das fängt schon mal gut an. Das heißt, ich kann bestimmt durchaus mehr. Fortsetzung der Testreihe. Flucht aus dem System durch Subjekt Rivers untersuchen. Rettung von Tochtersubjekt durch Versuchsobjekt unterstützt. Forschungsprotokoll Nummer 8234-7X Mobius. Sorry, ich fand es ja schön, da gerade nichts zu sagen. Oh, und wir spielen den Tresor, Heini. Okay, wir tun so, als wäre unsere Tochter hier drin. Okay. Was wir tun anscheinend, ist unsere Tochter hier drin. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was Mira so gedacht hat. Mobius Directive 01. Mobius Directive 01. Synchronisation aufbauen. Letzte Testobjekt wurde erfolgreich eingeführt und die Verknüpfung mit der tresorköpfigen Kreatur wurde verifiziert. Mithilfe dieser unserer Trägerwellen sollten sie nach Restspuren starke Emotionen suchen können. Zu der Direktion zur Platzierung der Umgebung übertragen. Okay. Wie gebe ich zu Viktarianern anwesend? Alles klar. Alter Vater. Die Tresormarken, okay. Ah, wir spawnen hier. Hier sind wir mit Bastian ja gestartet. Oh, wir haben keine Ausdauerbalken. Ja. Oh. Ich weiß ja nicht, was das macht. Zack. Klar. Springen können wir nicht bisher. Wir können sprinten. Wir haben Minen, 3 Stück und ein Hammer bisher. Alles klar. Können wir nicht mit V öffnen? Okay, bin ich ja mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Heißt es im Prinzip Tresorkopf gegen Ruvik, aber es würde ja auch keinen Sinn machen eigentlich, weil ich dachte, Tresorkopf gehört zu Ruvik. Oh je. Okay, gucken wir uns mal auch hier erstmal Außenbereich um. Was Besonderes gibt. Oh. Okay. Kamera bewegt sich. Da will jemand wohl gleich Beef. Wirf einen Gegner. Füge einem Gegner so lange Schaden, bis er taumelt. Halte ihn mit C fest und wirf ihn durch erneutes Drücken von C. Okay, so schon mal nicht. Okay. Alter. Ist den Gegner, bis er taumelt, drücke er um ihn 6. Okay.
Oh yeah. Wahrscheinlich noch mehr raus? Nein, uns ebnet sich der Weg in diesen magischen Raum. Voller Spaß und Freude. Okay, es ist mal interessant, so ein OP-Wesen spielen zu können. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass wir relativ OP sind, dass es ein Spaziergang für uns wird. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit so reden muss. Du, deine Tochter. Okay. Sieht ja sehr interessant aus. Tabula Tochter 1. Papa, die Frau Doktor sagte, du würdest kommen und mir helfen. Wirst du es denn niemals schaffen? Hier wimmelt es nur von Monstern. Ich halte es nicht mehr aus. Okay. Hallo. Ist hier drin? Okay. Sind die anderen Leute alle lebendig oder tot? Das ist wirklich eine andere Welt, auch mit ihm. Ah, man kann einfach nur speichern, okay. Dann gucken wir, ob ich wirklich aufnehme. Was ist hier? Waffen und Attribute können sie im Laden kaufen. Okay, Reserve 2. Den haben wir. Rang steigert, kostet 50 Münzen. Fragezeichen, neue Schuhe. Geschwindigkeit beim Gehen, oh yeah. Gegnerische Angriffe litten einen Schaden und steigt maximale Lebensanzeige. Man kann also ein paar Sachen upgraden. Ein paar Sachen ist dazu. Dynamit. Kaufen richtet bewegungsunfähigen Gegnern die meisten Schaden. Zum Beispiel, wenn sie in Stacheldraht hängen. Okay. Stacheldraht. Interessant. Du kannst die Fallen platzieren. Okay, alles klar. Interessant. Also ich glaube, wir gehen auch selbst auf den Hammer für Schaden. So. Aha, da ist hier noch ein Medikit. Kann ich nicht nehmen, also muss ich dafür verletzt sein. Also vermute ich mal, dass wir uns gar nicht auffallen. Okay, das heißt, wir müssen wohl eigentlich das Bild anbatchen. Nee. Gehen wir mal direkt nach oben. Schon irgendwie cool, ein Tresor-Heini zu spielen. Hm. Na, ihr? Oh. Auch nicht mitnehmen. Ich schätze, die Waffenteile sind dafür. Ein Impuls, verborgene Erinnerung aufspüren und hilft seiner Spur und seine Tochter finden. Okay. Tag oder Tochter 3. Ich habe einen Mann gesehen, der die Monster tötet. Ich glaube, ich sollte zu ihm gehen und sehen, was passiert. Vielleicht kennt er meinen Vater. Aber ich lasse meine Briefe und Sachen hier, falls etwas nicht stimmt. Okay. Finde die Möbius-Akte. Hier ist er nicht. Ah. Kann ich auch nicht zerstören, oder? Das auch nicht. Da liegt nichts. Oh. Kann man einen Sprintangriff erledigen? Auch sehr schön. Da runter. Ah ja. Möbius Reactive. Eliminieren Sie Testobjekt CB212, den Mörder. Bei diesem Experiment wird eine Methode der Extraktion aus dem STEM-Umgebung getestet. Sie haben die Aufgabe, Ihre Tochter zu retten, die sich bereits im STEM befindet. Nehmen Sie alle anderen verbundenen Testobjekte, indem Sie alle anderen verbundenen Testobjekte eliminieren. Subjekt CB212, ein verurteilter Mörder, wird vollständig vom STEM kontrolliert. Sein Einfluss nimmt zu und das zerstört die Erinnerungsmuster ihrer Tochter. Töten Sie CB212 und überprüfen Sie den Zustand des Mädchens. Ergänzende Informationen. Der STEM zersetzt nach und nach die Erinnerungen von Testsubjekten und verändert so lange ihre Persönlichkeit und ihr Erscheinungsbild, bis sie vollständig vom STEM kontrolliert werden. Basierend auf den Daten des Ruvik-Zwischenfalls, das spielt also danach irgendwie, lässt sich ableiten, dass diese Ruvik-Identität das STEM-System verlassen konnte, indem sie ihren Körper eines Testsubjekts Leslie Rivers eintragen. Im Rahmen dieses ersten Versuchs sollen sie durch einen STEM hervorgerufene geistige Degenerierung bei einem standardmäßigen Ausstieg erprobt werden. Bei Übertragung von außen der Nachfolge
und der Nachverfolgung im Stemmen können Fehler und Zeitverzögerungen auftreten. Nutzen Sie bei Begegnung mit anderen Identitäten Ihr eigenes Urteilsvermögen. Verbindungsschaltung 7 Subjekte. Jugendliches Mädchen, Detective, Zwilling, verurteilter Mörder, Psychiatriepatient, ehemaliger Soldat, Fall des jugendlichen Mädchen. Vater uns das jugendliche Mädchen, also uns selber? Okay, es gibt also ein paar Gegner, die wir erledigen müssen. Hallo! Was kann ich denn hier festhalten? Ich kann Stühle nehmen? Lol. Und dann? Schwungfeuer, das er geworfen hat. Hm? Ah, jetzt von der Dingens. Hallo. Ah ja, praktisch. Für einen Gegner. Na du? Okay, der Hammer ist definitiv strong. So, gucken wir, ob hier noch Münzen sind. Ah, hier ist das Subjekt. Tür eintreten. Na, gerne doch. Ah, ja. Wieder ein Medikit. Das brauchen wir anscheinend noch nicht. Kann ich nichts machen. Alles klar. Das heißt, wenn ich da... Genau, mach das von der Wand. Nehmt auf jeden Fall. Transkript Subjekt CB221 Mörder. Niemand hat mir gesagt, dass es so sein würde. Zeilen Dex 1. Dieser Wichser sind keine Gegner für mich. Zeilen Dex Nummer 2. Die alte Tante, die mich hier hereingebracht hat, hätte sich sicher mehr zu bieten gehabt. X3. Wer zum Teufel hat ihr Kind hier reingesteckt? Ein Kind reingesteckt. Ich dachte, es gibt hier nur einen. Nur diese beschwerten Zombies. 04. Dein Vater wer? Wer zum Beispiel soll das sein? Was interessiert mich das? Ich habe doch gewusst, dass in diesen kleinen Luder nicht trauen kann. Wollte meine Beute mitgehen lassen. Was zum Teufel ist das? Ich höre ein Flüstern in meinen Kopf. Willst du in meinen Kopf eindringen? Glaubst du etwa, du kannst das? Du kennst mich? Du hast mir gar nichts zu befehlen. Wo ist das kleine süße Mädchen? Es muss hier irgendwo sein. Ist mir klar, auf was du warst. Warum du mich hierher gelockt hast. Meinst du, ich bin deine Laborratte? Meinst du hast mich jetzt? Ich mache euch alle platt. Kalt. Eliminiere den Sadisten. Hä? Okay. Alter, ist der cool. Aua. Ist hier noch gut? Sadist. Ach, der mit der Kettensäge. Alter. Okay. Also die Tresoren, die sind schon stark. Oh, hier habe ich gerade ziemlich die Rübe weggekloppt. Die Kitzsäge ist jetzt im Ladenkauf verfügbar. Oh. Okay. Eine neue Möbius-Akte. Und den haben wir gerade auf die Fresse gegeben. Definitiv. Möbius Detective 3. Eliminiert das Objekt den Zwilling, also die 2 wahrscheinlich. Die gedächtnislose Tochter konnte durch den Tod von CB212 deutlich gebremst werden. Es ist anzunehmen, dass auch sein Einfluss auf andere
dirigiert wurde. Unsere Daten zeigen, dass ihre Tochter sich fortbewegt, vermutlich in Begleitung von Subjekt CB207. Wir marinieren sie es, wie wir zeichnen die Daten auf und analysieren dabei sowohl den Fortschritt als auch die Stabilität der Kontrolle durch den STEM. Ergänzende Informationen. Kontrollierende Subjekte werden von STEM dazu genutzt, auf Wellenlänge zu senden, welche die Erinnerungen und Wellenskräfte anderer Subjekte in der Umgebung verschlechtert. Dieser Nebeneffekt beschleunigt die Übernahme der Kontrolle durch STEM. Es sind weitere Tests und Analysen erforderlich, um zu bestimmen, wie sich das Entfernen eines RDS-Punktes auf die stabile Extraktion eines Subjekts und einen bestimmten Erinnerungszustand auswirkt. Okay. Interesting. Das ist durch unsere Töchterchen. Dann kommen wir schnell hier rein. Spiel doch als Kontrollpunkt. Das ist sehr schön. Wir speichern trotzdem nochmal. Ich glaube, die Axt können wir noch nicht verstärken. Bis jetzt würde ich gerne die Axt verstärken, weil die rockt richtig rein. Ich weiß nicht, ob das Rennen Sinn macht später. Ich glaube, es macht beides Sinn. Aber ich glaube, hier den einfach auf Power zu trimmen, wird hoffentlich am meisten bringen. Ja, 50. Aber wir machen, glaube ich, die Schuhe. Ich glaube, je schneller rennen wir können, ist nicht unpraktisch. Zack. Oh. Ja. Ah, schließt die Extraktionskammer ab, um Erinnerungstoken zu sammeln. Gehen wir doch mal rein. Da muss ich jetzt wieder nur. Nee. Latsch. Wie sieht der eigentlich aus? Sieht mal voll strange aus. Is that all? Ah. Ah, zweiseitig. Latsch. Ah, der andere hat es überlebt. Okay. Aber ist ja kein Problem. Alter! Okay. Ja, mach nochmal ein bisschen Action. Bis jetzt ist ja alles zu easy. Da, den klopp ich doch jetzt schon weg. Oh, ihr seid zu zweit, auch kein Problem. Oh, voll vorbeigesprintet. Klatsch. Ach, was bist du denn? Oh, stimmt ja, du bist ja das. Okay, merken. Da muss ich was drauf schmeißen. Alter! Wie geil. Warum sind das nur zwei danach? Und der zweite kommt dazu. Alter! Oh, da gibt's was zum Heilen. Das können wir jetzt daneben, oder? Jawohl. Sehr nett. Was bist du denn? Also. Warum war das das Symbol da? Wollen nicht damit. Jetzt sind auf uns. Ah, weil er 10 Münzen bringt. Was der letzte? Anscheinend, weil die Musik ist aus. Mann, ich hätte hier noch ein paar Tokens mehr gesammelt. So, okay. Kann ich das nochmal machen? Tatsächlich. Alles klar. Nehme ich euch jetzt hier nochmal mit und fahre mir ein paar Tokens. Also dann offscreen danach. Wie? Was hältst du aus? Geht doch! Mann, 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 Mann. Ah ja, gut, verspielte Münzen. Dann noch eine? Ah ne, sind jetzt die. Okay, macht Sinn. Und die können sich verwandeln, auf die muss ich aufpassen.
Wir machen dann boom, boom. Und du auch, ja. Latsch. Okay. Nice, 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 nice. Man kann sogar seitlich ausweichen, Alter. Au. War schon ein bisschen zäh gerade. Oh, den müssen wir total schnell platt machen wieder. Bevor ich wieder verwandelt. Ja, du windest dich auch. Ich meine, das ist auch helles Schwede. Das kann ich mir gut vorstellen. Zack, zack, zack. Oh. Ah, Weltblatt. Ja, was kommt denn jetzt? Okay, ja, dann kommen nochmal zwei und danach noch der letzte, glaube ich. Alter, ist so geil, wie er den nimmt und einfach die Wand klatscht. Es tut so gut, mal in dieser Position zu sein. Der OP-Position, sage ich mal. Weil Sebastian Castellanos ist auch cool, keine Frage, aber das macht hier gerade ein bisschen mehr Spaß, sich mal ein bisschen rächen zu können an den ganzen Gegnern. Oh yeah. Ah. Und nochmal 10 Münzen. Sehr schön. Herrlich. Yeah. Gut. Da würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Part wieder. Ich werde jetzt hier noch 2-3 Mal durchlaufen und Münzen farmen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dorthin. Tschüdelü.